Digga. Reicht, Junge, übertreib doch nicht. Nehmen wir beide Seiten. Jetzt los, hol du Teller her. Hallo und herzlich willkommen zu einem brandneuen Video hier auf meinem Kanal, Leute. Und zwar heute, was mega nice ist. Ich habe ein T-Shirt bestellt, was einfach nicht dreckig werden kann. Und zwar ist es komplett weiß. Zum Vergleich, Leute, habe ich auch noch ein ganz normales T-Shirt für 2 Euro gekauft, was ebenfalls weiß ist. Ja, Leute, das kommt, glaube ich, aus Australien. Ich habe 1 bis 2 Monate darauf gewartet, bis es ankam. 40 Dollar, das, glaube ich, gekostet. Ich habe jetzt also die größte Kindergröße genommen, die es gab. Das liegt einfach daran, weil, ja, 5 Dollar gespart. Auf jeden Fall, Leute, wenn ihr Videovorschläge habt, schreibt sie unten in die Kommentare. Wenn sie gut sind, nehme ich sie auf jeden Fall dran und pinne sie, dass man nachvollziehen kann, wenn ich die Idee habe. Und wenn ihr im nächsten Video gegrüßt werden wollt, schreibt sie es auch unten in die Kommentare mit etwas Glück. Also ich fange jetzt an, Leute zu grüßen. Und ich würde sagen, let's go. Auf jeden Fall, Leute, zuerst habe ich hier dieses herkömmliche Shirt. Ja, das habe ich bestellt. 2 Euro habe ich bezahlt. Einfach nur in Größe M. Das ist komplett weiß. Ein ganz normales T-Shirt. Ich würde sagen, damit fangen wir zuerst an, das einmal einzusauen. Ich habe verschiedene Sachen geholt. Zum einen Rotwein, Cola, Soßen, Nutella und so weiter. Sogar Red Bull. Auf jeden Fall, wir schauen mal, wie dreckig das wird. Und Leute, dann haben wir dieses Paket. Da ist auf jeden Fall dieses T-Shirt drin. Ne? Ich bin mal gespannt. Es sieht deutlich kleiner aus. Und das ist in so ein Off-White-Ton gehalten. Holy shit, Leute. Holy shit, was ist das? Größe 6. Ich habe auch eine Schale mit Wasser. Auf jeden Fall, Leute, ich würde sagen, ich setze mich erstmal auf den Stuhl. Mustafa kippt halt irgendwelche Sachen auf mein T-Shirt. Und so, Leute, auf jeden Fall jetzt das herkömmliche Shirt. Ich ziehe mal kurz meine Schürchen aus. Ich habe extra so Latschen geholt, sonst werden die noch dreckig. Zuerst Mayo. Okay, next. Was ist jetzt? Burgersoße. Junge, ich rieche voll nach Mayonnaise, Alter. Junge, übertreib doch nicht. Peel-off-Maske. Was ist das? Das ist Peel-off-Maske. Das heißt? Diese Maske, die man so aufs Gesicht tut. Nee, oder? Doch. Denk aber, das T-Shirt muss getroffen werden, ne? Ja. Junge, du hast mein Bein getroffen. Ja, reicht, ja, okay. Mach deine Hände weg, das bringt doch nichts. Ja, keine Ahnung. Voll mit Soße, ich muss gleich mal duschen. Rotwein. Sangria. Den guten aus, Original aus Hamburg. Oh, Junge, ich krieg keine Luft mehr. Komm, doch, aber wenn du die brauchst. Jetzt ein bisschen Milch, Leute. Ihr wisst, Milch ist Gift. Bisschen gut. Wie hieß das nochmal? Kalzium. Junge, übertreib, mach nicht so viel bitte mit. Junge, mach doch deine Arme, ja, okay. Red Bull. Hast du nee, den trinke ich, lass das mal, den trinke ich. Extra light. Jetzt los, mir ist kalt. Pepsi ist auch kalt. Halt die Fresse. Jawohl, Digga. Reicht, Junge, übertreib doch nicht. Nehmen wir beide Seiten. Jetzt los, hol Nutella her. Wie soll ich Nutella Junge, machen? Junge, mach einfach so an mein T-Shirt, wisch ab. Ist das ein Taschentuch oder was ist das hier? Keine Ahnung, was das ist. Ich sehe nichts, wenn ich hier drauf habe. Ah. Ey, es ist so ekelhaft, ne? Auf jeden Fall, Leute. Ich würde sagen, wir ziehen das T-Shirt mal aus und dann reinigen wir es am Ende. Ich wechsle jetzt mal das Shirt. Hier ein Döner. Das kleine Shirt. Es ist einfach das größte Kindershirt. Alter, es ist einfach viel zu klein. Es ist wie hier, wenn man Fitnessstudio geht und man will breit aussehen. Okay, Leute, das ist das nicht dreckige. Das Ding ist jetzt, mach einfach nur an das Shirt. Ja, wir fangen jetzt mit mir. Jetzt, Leute, das neue Shirt am Stissel. Tschüss, das fällt dir, Alter. Alter. Das fällt dir oh ab. Oh mein Gott. Oh mein Gott, das... Ja, ein bisschen ganz... Hey, guck. Okay, guck mal, was Cola macht. Okay. Aber ich mach das jetzt anders, weil jetzt ist interessant. Ich lasse immer... Alter, Junge. Oh mein Gott, mach nochmal. Junge, da ist... Oh mein Gott. Oh, jetzt reißt aber auch die Hose fällt nicht ab. Alter. Oh, ist das eklig. Okay, jetzt nimm mal das nächste. Sieht man das in... Alter. Was? Heftig. Oh, Alter. Das geht einfach weg. Holy shit! Ja, reicht doch jetzt auf! Ey, ohne Spaß, guck mal, das kann man so abwischen, guck mal! Ich nehme einfach ein Tuch. Heftig. Bruder, selbst Rotwein normalerweise okay, ist dann tot. Jetzt kommt Mario. Oh mein Gott, ich rieche einfach wie ein Döner. Ich rieche wie so eine Kneipe, die Döner verkauft. Alter, das ist einfach weg! Heftig. Wasser. Richtig peinliche Memes auf jeden Fall. Jetzt macht das keinen Spaß mehr. Junge! Du bist echt noch mal. Echt. Warte mal, ich kipp mal Wasser drüber. Ja. Meine Hose breit mich an. Digga. Das ist keine Chance. Ja gut, geht. Nur. Digga, das hat Meme-Potenzial. Arm runter. Machen.
Digga, was ist das hier? So Leute, auf jeden Fall. Wir haben jetzt hier einmal, ja, die Rotweinflecken sind noch drin. Dann aber zuerst, sorry für den Ton, wir schauen mal kurz, kommen wir ein bisschen dichter. So Leute, wir schauen, was jetzt das... Oh, ich dachte gerade, das ist ja unten. Ich glaube, am Waschen werden wir schon erkennen, welches. Ja, sowieso, aber ich muss mal kurz umkrempeln. Das ist original, das ist normal. Das ist das OG. Okay, weißt du was, wir checken mal direkt. Die Rotweinflecken, Digga. Keine Chance. Keine Chance. Die Cocktailsoße geht und hier Digga Peeling. Peeling geht auch nicht mehr raus. Wo sind die anderen Sachen? Nutella. Nutella. Deswegen ist das T-Shirt so umgekrempelt. Nein, es ist nicht. Ja, okay, wir gucken mal kurz. Wenn du nicht richtig kriegst, musst du es anziehen. Guck, siehst du, ist doch richtig. Ja. Hier ist das Nutella. Das fühlt sich richtig komisch an gerade. Ey, geht nicht raus. So richtig, hier. Ja. Okay, Tamar, wir gucken jetzt mal das Richtige, das Teure. Ist das richtig jetzt gekriegt? Ne, jetzt muss ich andersrum jetzt. So. So, jetzt. Wir schauen kurz. Und bam. Okay, der Digga da bei Peeling versagt das auch. Ja, aber da bleiben auch nur so leichte Reste. Ja, aber wie bei dem. Deswegen ist alles, was so flüssig ist, kommt runter. Ja. Und man sieht so leichte Platte, ich weiß nicht, man sieht so Perlen. Ja. Wassertropfen. Halt. Oha, stimmt, das geht so weg. Stimmt, was ist das Resultat? Was sagst du? Also, ich finde das schon gut. Nützlich. Geht. Bei Regen oder so zum Beispiel. Ja, stimmt, aber der Rotwein ist gar nichts mehr drin, ne? Mal gucken, ob Rotwein aus deinen Haaren rauskommt. Hab ich was in den Haaren? Pepsi. Oh, ganz später ich wusste das gar nicht. Auf jeden Fall, Leute, das war's auch mit dem Video. Wie erwähnt, wenn ihr Videovorschläge habt, schreibt sie unten in die Kommentare. Ich gehe jetzt duschen. Abonniert kostenlosen Kanal, um nichts zu verpassen. Gebt einen Daumen hoch, wenn es euch gefallen hat. Und ciao.